Ich töte den. Ich töte, mach mal die Materialien. Aber das hier ist der Eiskönig. Was ist jetzt? Aber der macht ja gar nichts. Nein, 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 Bruder, mach nicht den. Mach nicht diesen, mach nicht diesen, nein, mach nicht diesen. Nein, 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 nein. Keiner. Nein! Nein! Wir haben seit über einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Was ist das überhaupt? Warum ist da Schnee? Was ist das? Es gibt jetzt Flugzeuge? Warum steht hier oben rechts Europa, Digga? Was ist das für ein Game? Warum sieht das so anders aus? Warum ist das Gesicht so? Warum ist der Kontrast so hoch? Warum sieht denn das jetzt so komisch aus? Warum habe ich so viele Freundschaftsanfragen? Warum bekomme ich überhaupt Freundschaftsanfragen? Vielleicht machen wir noch ein paar Challenges, wenn wir Bock darauf haben. Digga, wir kriegen das nicht mehr hin, einer Gruppe zu spielen. Ich schwöre, das ist ja so lächerlich. Hört auf, mir Freundschaftsanfragen zu schicken. Seht ihr das? Warum habe ich denn 1800 Epic-Freunde? Ich habe niemanden in der Zeit angenommen. Es gab einen Bug von Epic Games, wo alle Freundschaftsanfragen angenommen wurden. Oh mein Gott, wirklich? Er hat bei mir automatisch alle Freundschaftsanfragen angenommen. Und das ist das Problem. Oh mein Gott. Wenn das das Problem ist. Ey, jetzt muss ich mir irgendwann die Zeit nehmen und diese 1800 Leute wieder löschen. Zeigen wir den Leuten doch mal, dass wir immer noch die Besten sind in diesem Spiel. Das Spiel ist nicht mehr synchron mit deiner Gruppe. Was ist denn hier los? Also bei mir steht bereit, bist du auch ready? Bei mir steht nicht bereit, obwohl ich auf bereit gedrückt habe. Digga, was? Lass nicht das Lama, nachdem du suchst. Das Spiel ist nicht mehr synchron. Was bedeutet denn nicht mehr synchron? Okay, ich starte Fortnite neu. Ist das dumm? Oh mein Gott. Ja. Leute, wir können spielen. Wir können spielen nach 21 Minuten. Oh mein Gott. Irgendwie ruckelt das. What the fuck? Es hat noch nie geruckelt. Ah, was ist das? Hoffentlich ist es auf der Hauptinsel nicht so. Warum sind wir nicht in einem Duo? Wir haben doch Duo eingestellt. Warum kommen denn zwei Busse? Warum ist denn das ein... Hä, das ist ja nicht mal... Junge, wir haben alles verkackt bei der Match Suche. Verlassen. Was ist das? Was ist hier los? Bruder muss ganz schnell Soß. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will einfach nur Fortnite spielen. Erstmal die 30 Gruppenanfragen bei Epic Games wieder ausmachen. Leute, hört bitte auf, mir Gruppenanfragen zu schicken. Junge, warum ruckelt das? Ich schwöre, dieses Spiel hat noch nie geruckelt bei mir. Alles auf dem Mittel. Es laggt immer noch. Das macht einfach keinen Unterschied. Selbst wenn ich alles auf Ausmache, ja, wird das sehr wahrscheinlich trotzdem ruckeln. Es ruckelt einfach trotzdem. Okay, dann stelle ich alles wieder auf episch, macht keinen Sinn. Also es läuft eigentlich durchgehend flüssig, aber zwischenzeitlich stockt das Spiel. Also es bleibt immer kurz stehen. Das ist früher einfach nie passiert. Junge, das ruckelt einfach. Ach du Scheiße, wie fliegt man dieses Ding? Hä? Schießt du mich ab? Ja. Hör mal auf! Jo, drück mal Leertaste. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Hab ich schon vor einem halben Jahr gesehen. Sorry, Ninja. Gibt es Tilt überhaupt? Tilt ist jetzt eine Schneelandschaft? Komm her auf. Mein Tilt ist keine Schneelandschaft, du. Damals in den alten Zeiten, ja, da war alles noch grün. Heidi, die war doch. Rein die Heidi hieß es damals immer. So, ich muss doch hier mindestens einen Gegner sehen. Da ist schon der erste Gegner. Den baller mal ein bisschen ab hier. Oh, ich hab jemanden im Leben. Oh mein Gott, ich hab jemanden umgebracht. Komm, da ist der nächste. Komm, hey, kleiner. Ich stehe wieder ein. Oh, nein! Wo bist du? Ich brauche Hilfe. Ich bin immer noch am Fliegen. Okay, ich bin tot. Ich bin auch abgestürzt, aber ich habe einen mitgenommen. Nimm du auch einen mit. Oh mein Gott! Nein! Gut mitgenommen. Ein paar neue Sachen ausprobieren und so ist ja alles schön und gut, aber jetzt wird es mal. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen ernst zu spielen, Leute. Ey, wollen wir mal zu The Block? Sieht aus wie so ein Zelda-Dungeon. Okay. Digga, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt, Junge. Das war's mal wieder komplett. Leute, gebt euch das mal. Was ist das? Warum sind da oben solche Sachen? Sieht aus wie ein Grafikfehler. Kann es sein, dass hier irgendwie ein Objekt vergessen wurde oder so? Kannst du da rauf? Ah, nee, doch nicht. Eben, ich dachte eben, da kann man rauf. Was ist Fortnite geworden? Hier spielt es ja komplett. Hä? Du kannst es kaputt machen? Ich hab's abgebaut. Hier ist auch wieder was in der Luft. Kann ich das abbauen? Das ist ja komplett weird. Der Revolver ist die neue Waffe, hat jemand geschrieben. Das hier? Oh, damit kann man sehr gut zielen. Das ist doch schön, Leute. Alter, das sieht so weird aus. Was ist das für ein Transformer hier? Was ist das? Drücke zum Aktivieren in der Luft die Sprungtaste. Ach so, nice. Das gefällt mir doch. Was ist das? Ist das ein Battle Pass? Ja, ist ein Battle Pass Mission. Aber mit dem Ballon ist das jetzt so... Okay, du musst fahren, glaube ich. Welchen Drop? Ach ja, aber der ist super weit weg. Alter, was? Guck mal, wie hoch ich geflogen bin. Digga, was ist Fortnite geworden? Ich check gar nichts mehr. Warte, ich kann nicht einfach mit dem Board anfahren. Ja, warte mal. Fahr mich nochmal an. Ich stell mich mal kurz auf den Hügel und du fährst mich an, okay? Du musst eigentlich im Sprung schon sein, ne? Okay, let's go. Oh mein Gott, ich bin so hoch geflogen. Oh, Digga, ich bin so hoch. So also high war ich noch nie. Nicht mal wegen Gras.
Scheiße. Oh, rechts vor, die sind auch Leute. Die machen Sandwich mit dir. Du bist so abgehoben, hat jemand geschrieben, ja. In der Hinsicht schon. Aber es hat sich schon ein bisschen verändert. Also Flugzeuge kannten wir noch nicht. Schneelandschaften kannten wir noch nicht. Wir kannten gar nichts. Wir haben auch irgendwelche Grafikfehler gesehen. Außerdem habe ich den Bug, dass ich auf einmal 1800 Freunde habe, die ich nie angenommen habe bei Epic Games. Ich schwöre, das kann nicht sein. Alex, nur wo 9 heißt du so, weil du 9 bist. Komplett übertrieben. Ich läge so hart. Echt jetzt? Ja. Mach das doch einfach nicht. Alexio, pass mal auf, ja? Die Spielchen sind vorbei. Ich weiß, dass du ein Zuschauer von mir bist, weil ich habe in den Kommentaren einen Typen gesehen, der ist auch Alex. Genau deswegen ist er Zuschauer. If you don't speak now, I say a bad word to you. Alex, I found a Raketenwerfer. When you not talk yet, I will launch the rocket. Alex, if you understand me, jump. Oh, that's not good. This is not a jump! Do you like Game of Thrones? The new season is coming in April. No product placement, by the way. Alex, everything is your fault. Ah, fuck, ich hab so lange nicht mehr gebaut, Alter. Alex, what have you done to our team? This is a team game. Haven't you learned Gruppenarbeiten in der Schule? Huso. Machen wir jetzt die keine englischen Wörter Challenge. Richtig. Herausforderung. Ja, richtig. Bei den faulen Verbindungen landen. Ja, ich bin auch faul und ich habe Verbindungen. Zur italienischen Mafia. Wie bitte? Zur italienischen Mafia. Mafia? Du meinst kriminelle Machenschaften? Mafia ist so das deutsche Wort. Nein, das ist kein deutsches Wort, du hast keine Ahnung. Herr Nick schlagen. Ich habe Grund zur Sorge. Jemand ist hinter mir. Aufpassen. In der Tat. Möchtest du den Raketenwerfer in den Händen halten? Ich bin heute nicht so in der Verfassung, einen Raketenwerfer zu halten. Oh nein, Oggi, er braucht Hilfe. Na gut, dann nehme ich doch die Raketenwerfer. In meinem Inventar befindet sich ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole. Gut, aber wen interessiert das? Ich wollte es nur mitgeteilt haben. Ach so, ja, dann ist ja alles super. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im echten Leben möglich ist. Ja, wie cool ich fliegen kann. Was? Ja, wie kühl du fliegen kannst? Wie kühl, meine ich. Mhm. Da hast du dich gerade so befreit aus dieser Misere. Meine wunderschönen Flugkünste. Hier, wir bekommen jetzt eine Beschleunigung. Hilfe! Also das hätte auch in die Hose gehen können, du. Ich weiß schon, was ich tue. Keine Sorge, meiner. So. Ich zitiere, ich weiß, was ich tue. Das soll jetzt keine passiv-aggressive Anmerkung meinerseits sein. Mit euch macht das Reden irgendwie immer zweimal mehr Spaß. Im Süden befinden sich Gegner. Okay, er ist tot. Nesquik, können Sie mir aufhelfen? Ja, aber erst bin ich dran, denn der Deutsche ist egoistisch. Also ich will ja nicht sagen, dass mir die anderen egal sind, ja, aber ich komme noch an erster Stelle. Leute, ich will mich ja nicht beschweren, aber ich habe euch vor 2 Minuten gefragt, ob ihr Schrotflintenmunition besitzt. Und ich habe bisher keine Antwort erhalten. Wir sollten uns sputen. Ich habe eigentlich auch ein Trampolin, aber auch in der Hinsicht, auch in dieser Situation, benutzt lieber deins, denn ich bin ein bisschen geizig. Hier, kleine Schildtränke. Oh mein Gott, was? Liegen nein! Hier. Wo bist du? Was ist passiert? Nein, ich wurde abgeschossen, verdammt. Aber der Jengis macht das schon, ich glaube an ihn. Ach, blöd gelaufen. Aber zumindest sind wir Vierter geworden. Nicht. Also ich habe mich an diesen Sprachstil gewöhnt. Damit kann ich mich identifizieren. vergleichen. Ich bin auch so. So, da hat jemand geschrieben, deine Haare sind heute perfekt. Ha, ich sehe, was du getan hast. Ich habe einen niedergestreckt. Und ich habe einen weiteren niedergestreckt. Und jetzt wurde ich niedergestreckt, weil ich dachte, das wäre jemand von euch aus dem Team. Naja, zumindest 2 mitgenommen, Freunde. Ich glaube, da kommt ein Jengola auf dich zu, aber über dir befindet sich ebenfalls noch eine weitere Person. Jengola macht halt meine Deckung kaputt. Jengola ist deine Deckung. Tötung von minderjährigen Kindern eingeleitet, hat jemand geschrieben. Ja, aber nur bei Fortmitternacht. Darf ich inzwischen wieder Anglizismen verwenden oder sind wir immer noch innerhalb der Allmann-Herausforderung? Als Gestorbener kann ich ja theoretisch tun, was ich will. Mensch, Victor. Wir sind alle Allmanns, also von daher. Das war Dynamit, das du geworfen hast. Uff! Ich hab mich selbst gebumst damit, Alter. Gebumst ist aber ein, das benutzen randalierende Jugendliche, dieses Wort. Oh! Ich hatte keine Money mehr, Alter! Das war ein Fußballspieler, der dich umgebracht hat. Wer ist dein Lieblingsspieler bei Deutschland? Ronaldo. Nike hat Mond gesagt. Wer ist denn Nike? Ich kenne nur Adidas. Ha! Talk again, please. Ich würde gerne auf Englisch sprechen, das Problem ist nur, ich darf nicht. Wir können leider nicht mit dir kommunizieren. Melden Sie diese Störung mal bei Ihrem Internet. Lafortado? Hallo, antworte mal! Die Challenge ausgeschalten, damit wir ganz kurz mit dem kommunizieren. Yeah. Potato. Potato? Do you like tomato? Oh, how do I pronounce your name? Lafortado oder Lafortado? Lafortado. 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 Pilot 4. We are playing this game right now. Okay, I can play this too. Lafortado to do.
Aber das hier ist der Eiskönig und was ist jetzt? Aber der macht ja gar nichts. Nein, 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 Bruder, mach nicht den. Mach nicht diesen, mach nicht diesen, nein, mach nicht diesen. Nein, 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 nein. Keiner. Nein! Vor allem wir rennen wie die panischen Kinder da runter. Aber das war mir schon klar, so ich bin Sherlock, ich hab das direkt rausgefunden. Ja, genau, jetzt seid ihr. Ja, genau. Das Detektiv Conan oder ich hab, hier, ich oder? Wusste das auch, dass ich das mache. Danke, Karama. Zählt's dir 1 plus 1 zusammen. 2 mal 2. Nein! Ich dachte, ich hab noch Material. Ach, fuck. Ich wollte sowieso, ich wollte gar nicht spielen so. Ich will einfach chillen. Nice. Bist du irgendwie Spider-Man oder? Das war Fort mit der Nacht. In einem halben Jahr spielen wir nochmal. Vielleicht gibt es dann irgendwie Raumschiffe oder so. Bis zum nächsten Mal und... Haut raus. Genau das wollte ich sagen. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Give me your Eddie, we pullin' it to your bed and then we gon' put it to red and we gon' fit clap.